Hallo und herzlich willkommen auf den Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mottostellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier ein Anhängerpack euch heute hier vorstellen. Hier handelt es sich um den Meiler Anhängerpack. Finde ich eine coole Sache. Da gibt es einmal, wie wir hier sehen, als Drehschemel und einmal als Tandem-Anhänger. Ja, schauen wir uns erstmal hier unseren Drehschemel mal an. Ja, finde ich echt tolle Sache. Das ist was hier für Leute, was gerne mit solche gerne spielen möchten. Ich finde ja, das ist sehr interessant. Du kannst hier, wie du hier siehst, ein Gespann zusammenstellen aus mehreren Hängern natürlich her, wie viel halten natürlich dein Trecker natürlich da zieht. Das Ganze gibt es hier für 25.000 Euro eine Anschaffung, so wie da steht, und Miete sind wir hier bei 1.275. 18 Kubik ist hier das Ladevolumen, 4,7 ist das Ganze schwer, und wir haben den Reifen drauf von Continental, einmal als Standard. Dann gibt es das Ganze natürlich hier Standard 2 und dann hier Breitreifen und wieder hier Standard. Dann gibt es hier Nokian natürlich, dann das Ganze hier mit Fredestein, dann hier BKD, wie wir sehen, mit Breitreifen, dann hier Breitreifen 2 und wieder hier von vorne. Dann gibt es hier einen anderen Reifenhersteller, Askenso, und dann hier Litzrad. Das finde ich ganz optimal so her, wie wir sehen, hier mit Zwillingsbereifung. Das gefällt mir optisch sehr ganz gut. Und wieder von vorne, dann gibt es hier Ladevolumen her, ja, also gibt es einmal, wie man sehen, die 18 Kubik, dann gibt es hier das Ganze mit 22,5 Kubik hier für Zuckerrüben. Das sollte man dann darauf achten, wenn man verschiedene Sachen dann transportieren möchte natürlich. Dann gibt es das Ganze für Kartoffeln geschlossen, weil die Kartoffeln sind natürlich unterschiedlich groß und können auch kleiner sein. Dann also allgemein, wie wir hier sehen, mit also 22,5 Kubik, wenn du möchtest Getreide und solche Sachen hier fahren. Und dann hier einmal als Palettenwagen und natürlich für Ballen. Ja, das ist jetzt zum manuellen Laden. Dann gibt es das Ganze hier noch einmal hier mit Autoload. Da kannst du jetzt zum Beispiel hier also die Quaderballen laden, 120er sind 80 Stück, 180er sind 12 Stück, 220er sind hier 12 Stück und 240er 12 Stück. Dann natürlich Rundballen sind hier, ja, bei die 238er sind 2 Stück und natürlich die 125er sind 14 Stück, 150er sind 8 Stück und natürlich hier 180er sind 6 Stück. Ja, dann gibt es hier natürlich noch Europaletten, die normalen, also mal hier sind 30 Stück, dann Flüssigkeitstrank 3, Big Packs 8, da gibt es hier nochmal Big Packs mit 12 Europaletten, mit Übergröße steht hier 27, okay, ist ein bisschen, finde ich ein bisschen viel, okay, ja, vielleicht, ja, muss man ja dann mal testen, wenn man das natürlich möchte. Ja, jedenfalls, ich finde, das Ganze ist schon mal ganz cool gemacht. Und was haben wir hier als nächstes? Hier haben wir jetzt einmal hier Design. Dann gehen wir erstmal natürlich hier wieder zurück. Gehen wir mal so. Oh, dass wir natürlich was sehen. Also, wir können das Ganze jetzt einmal hier mit dem Meiler Design. Dann gibt es das Ganze hinten noch hier mit einem Schmutzlappen für den Schlussverkehr mit Hinweise, dass du nur links überholen solltest, ja, das Ganze. Und dann gibt es hier noch, also das Krone-Design, dann gibt es hier Olkas, dann Bruns und wieder von vorne. Dann gibt es hier natürlich Farbwahl, hier in der verschiedenen Farben des Herstellers, hier einmal hier, sehen wir hier Meiler Rot, dann kann man das Ganze natürlich in Schwarz machen oder in Grün von den Hersteller. Dann haben wir hier das Blau, oder wie wir hier sehen, wieder rot. Also, ja, dann haben wir hier natürlich die Krone genauso. Krone haben wir eigentlich nur eine Farbe, soweit ich gesehen habe. Das finde ich ein bisschen wenig. Ja, also haben wir verschiedene, also Farbwahlen, wie wir gesagt haben. Dann Bretter hier, können wir hier rot machen. Zum Beispiel. Dann hier. Also sind hier doch eigentlich doch verschiedene Farbtöne hier gegeben. Abdeckung natürlich können wir hier, wenn wir hier eine Abdeckung natürlich da, müssen wir schauen, da muss man natürlich das nehmen, wie eine Abdeckung natürlich ist. Jetzt hier haben wir das Ganze natürlich mit Abdeckung.
Da haben wir auch natürlich Farbwahl in verschiedene Farbtöne, Felgenfarbe zum Beispiel. Ja, ich gehe jetzt nicht genau auf den Hersteller drauf ein, weil sonst dauert das Ganze zu lang. Natürlich Kennzeichenwahl, so wie du es gewohnt bist. Und dann haben wir hier natürlich unseren, also Tandem. Das Ganze hat eigentlich genau das gleiche, wie wir jetzt hier dann nachher sehen. Also wir haben hier unseren Kaufpreis für 27.000 Euro in Anschaffung. Und mein Spiel ist jetzt abgestürzt. Das ist irgendwie schade. Obwohl ich jetzt noch so viel vorbereitet habe. Also muss man das Spiel nochmal schnell neu starten. So, sind wir jetzt wieder hier. Also, wir waren hier stehen geblieben. Wir haben jetzt hier das ganze Gleiche noch einmal. Also, wir haben hier die Möglichkeit mit Zuckerrüben. Ja. Und bevor ich es vielleicht vergesse, ich weiß nicht mal genau, ob ich euch den Preis gesagt habe, also 27.000 Euro und 1.377 inklusive. Wir haben ein Ladekapazitätshebel, da steht mit 18 Kubik und 4,9 Tonnen und den Reifen drauf von Conti. Da gibt es das Ganze mit Standard. Aber dafür machen wir erstmal den Ladevolumen, das Ganze. Wir haben hier 18 Kubik und das gibt es mit Zuckerrüben mit 22 Kubik. Eigentlich ist genau das gleiche hier wie bei unseren, also Drehschemel und da haben wir auch hier Autolot genauso und ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt davor abgestürzt ist, kann ich jetzt denn nicht sagen. Also, da habe ich jetzt wieder mal vergessen, in die Log zu schauen. Jetzt habe ich halt ein paar Mods, was ich euch zeigen möchte, weniger aktiviert. Vielleicht kann das damit zusammenhängen. Tja, und wie gesagt, also wir haben hier Continental, das Ganze mit Standard, gibt es das hier mit Standard 2 und dann natürlich hier mit Breitreifen und dann wieder Standard. Dann gibt es hier Nokian natürlich hier mit Breitreifen, dann hier Friedestein mit Breitreifen, BKT mit Breitreifen, dann gibt es hier Breitreifen 2 und dann hier Asuro, so oder wie das heißen soll und Litzrad hier. Das gefällt mir relativ ganz gut, da wäre ganz toll, wenn man hier noch ein paar andere Reifen hier zur Auswahl hätte, natürlich hier bei der Zwillingsbereifung. Aber ich finde, es sieht so auch ganz gut aus, natürlich. Und ja, hier ist auch hier die Möglichkeit, ja, zwischen verschiedenen Hersteller zu wählen. Also Meiler Kipper, Krone, Emsland, Olkas, Bruns. Und dann wieder hier von vorne, natürlich. Dann gibt es hier hinten auch hier diesen Schmutzlappen, das Ganze. Und bei den Hänger ist ganz cool, wir können hier wählen. Jetzt haben wir hier, dass es oben ist. Und wir können es unten nehmen, also unten einmal Kugelkopf und einmal oben. Das finde ich also eine tolle Sache, das Ganze. Hier auch, guck mal, die gleiche Farbwahl wie davor. Und hier die Bretter natürlich genauso. Können wir hier in andere verschiedene Farben hier uns das Ganze hier mal designen. Ja, das finde ich ist schon mal eine tolle Sache, das Ganze. Dass wir hier uns den her optisch ja ein bisschen anders gestalten können, wenn wir natürlich wollen. Und natürlich, wie du siehst, hier Kennzeichenwahl genauso, wie du es gewohnt bist. Und ja, wir gehen jetzt mal her. Ich habe jetzt nochmal, also jetzt habe ich hier die Ballen schon mal da stehen und wir haben jetzt hier das Ganze entsprechend hier geladen. So, davor hatte ich das ein bisschen anders da gehandhabt, aber ist ja jetzt egal. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt so. Ich möchte hier nicht unbedingt, dass das Video was sich wie lange wird und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Davor hatte ich hier einen Drehschemelhänger gehabt und jetzt hier natürlich unseren Tandemhänger natürlich mit Autolot. Wenn er mal rückwärts fahren würde, ich weiß es nicht, irgendwie ab und zu mal spinnt das Ganze. So, sehen wir jetzt, es hängt jetzt hier oben. Man konnte den natürlich hier nehmen, dass er unten hängt und jetzt schauen wir mal rüber. Natürlich lassen den mal beladen. Da ist die Kollision. Wahnsinn. Es fällt das auch noch um. Okay, wir haben jetzt hier, wie man sehen, also die Paletten, also eingestellt, die Euro-Paletten. Also müssen wir hier Steuerung Alt links drücken und dann hier, dann haben wir das hier umgestellt automatisch. Also er weiß jetzt, was wir mal laden wollen. Und dann lädt er das auch. Entsprechend natürlich, man muss erstmal dann schauen, dass man in den Bereich hinkommt, wie er da arbeitet. Mit den Autoloten natürlich funktioniert es ja so wie eigentlich wie immer, wie wir es natürlich ja gewohnt sind. Und hier bei den Mod finde ich ganz gut, also dass er das hier sehr gut hinbekommt. Jetzt testen wir gleich hier noch den Attacher hinten. Da fahren wir gleich mit unserer
Kartoffeln mal weg. Da sollte man natürlich hier drauf achten, wenn man also das nimmt, dass man auch entsprechend dann weiß, was man reintut. Also wenn man rückwärts fahren, tut er automatisch Warnblinker rein. Das ist interessant. Also, oder? So, rückwärts wieder. Also man sollte natürlich das Gerät wählen. Dann sehen wir jetzt die hier. Anschlüsse, das nimmt er hier ganz gut. Und er schiebt wieder rückwärts und macht den Warnblinker rein. Auch hier bei den Anhänger. Ich hätte ganz cool finden, wenn sie den Pack nochmal ein bisschen bearbeiten würden und natürlich hier für also Oldtimer vielleicht noch also hernehmen würden. Wir haben hier noch die Möglichkeit mit der Maussteuerung, machen wir auch gleich, hier, wenn ich beide zusammentue, kann man die Leiter hinten runterklappen und hochklappen, wenn man es sieht. Also das hier funktioniert mit der Maussteuerung. Natürlich, wenn du jetzt das andere Fahrzeug nimmst, ist es vorne her genauso. Also wir können hier mit der Maussteuerung die Leiter rauf und runter klappen. Ist auch mit Sound. Ist cool. So. Jetzt fahren wir erstmal hier zum Abladen hin. Also Paletten abladen, denk mal, das hat, weiß ja jeder, wie das funktioniert. Mit Autoload würde ich mal denken. Also her. Reifenspuren macht er. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal richtig hinfahren. Ja, das sind wir hier richtig. Natürlich unseren Hänger wählen. Jetzt haben wir hier Abladeseite hinten. Mal schauen, was hier noch geht. Abladeseite linke Seite, Abladeseite rechte Seite. Also machen wir erstmal hier natürlich also mal. Ach, gehen wir auf die rechte Seite. Und laden mal hier ab natürlich. Mal schauen, wie das hier ausschaut. Da klappt das so aus. Also ich finde, das ist eine coole Animation. Wie wir hier sehen. Brechen wir mal gleich mal ab. Und wählen dann gleich die andere Seite. Also die Hinterseite, weil die... So. Also gehen wir wieder hier auf den Kornschieber. Könnte man auch gehen. Kartoffel durch den Kornschieber. Habe ich zwar noch nie gesehen. Ja, wie wir mal sehen, hier funktioniert auch. So, und jetzt hier hinten. Also ich finde die Animation, das sieht schon mal interessant aus. Und hier innen drin, wie wir mal sehen, hier mit der Verschmutzung und hier Verschleiß, das ganze Dinger, sollte das nochmal komplette Programm natürlich haben. Und ich finde das ist schon mal sehr interessant. Aber warum das Spiel davor abgestürzt ist, keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas im Mod-Ordner drin, was er nicht mag. Jetzt gehen wir erstmal her. Hängen das Ganze mal ab und fahren hier mit unserem Getreide mal zu einer anderen Abladestelle hin. Da haben wir unser Weizen natürlich. Und da können wir hier die anderen Seiten hier noch uns anschauen. So. Da können wir auch gleich hier, wie wir sehen, hier unser Lichttest machen. So, fahren wir rüber mal in den Schatten, würde ich mal sagen. Wie wir gesehen haben, die Blinker scheinen schon mal sehr gut zu funktionieren. Sind wir hier, natürlich Blinker. Reflexion passt ganz gut. Dann einmal F schalten. Begrenzungslicht, das steigen wir auch noch aus und schauen das Ganze uns an. Sehen wir hier seitlich her, das Ganze hier funktioniert ganz gut. Hier hinten natürlich unser Typenschild und dann schauen wir uns hier die ganze Animation noch an, was wir davor vielleicht jetzt weniger gesehen haben. Weil ich finde, man sollte sich immer das Ganze her anschauen, dass man natürlich Bescheid weiß. So. Plane. Ja, wenn wir sehen, ja. Da hat man hier das Ganze mit Sound verbaut. Das finde ich toll. So, hier haben wir Abladeseite hinten mit I natürlich. Oder wie ihr es natürlich eingestellt habt. Das sieht dann hier so her aus. Er drückt jetzt so her rauf.
So, steigen wir gleich nochmal aus und nochmal ein und tun die Befüllung starten natürlich. So, dann haben wir jetzt hier die linke Seite. Warum mag er jetzt nicht? Ah, ich stehe vielleicht nicht richtig, vielleicht. Wenn man jetzt hier vielleicht nicht sieht. Das kann auch sein. Ja. So, linke Seite. Da haben wir jetzt hier den Hebel. Brechen wir jetzt mal ab, dass wir die Animation natürlich ganz gut sehen. Um ehrlich sein, die Animation kommt mit der Verriegelung hier zu spät, finde ich. Schaut mal euch das an, der geht jetzt zu. Das ist, gehört ein bisschen noch korrigiert, dass es noch schöner ausschaut, aber es erfüllt ja den Zweck. Hier ist genau das gleiche, wenn wir hier uns dann anschauen. Der ist schon zu, obwohl er noch nicht dran ist. Das ist halt eine optische Sache, mehr ist es nicht. Also ich erkläre euch ja nur, was hier Optik ist. Nett. Dann natürlich die Füllplane kippt so rüber zum Reifen. Wird gerade runter oder wird das schon schräg vor? So, dann starten wir auch hier die Befüllung nochmal und dann schauen wir uns das mit dem Kornschieber uns an. Animation Kornschieber. Nochmal hier abbrechen. Da eigentlich normal müsste ja schon zu sein, wenn er abbricht. Da ist es hier zu weit oben, wie wir sehen. Das ist also ein bisschen unschön, würde ich mal sagen. Da wird das nochmal nachkorrigiert von dem Partikelsystem. Er geht schon langsam rauf. Das gefällt mir ganz gut. So her, wenn man sich das so anschaut. Tja, schauen wir uns jetzt hier die Lok mal an. Bin ich mal gespannt drauf natürlich, was hier uns das Ganze sagen möchte. Wie wir hier sehen, das wegen Autoload, das knallt ein bisschen die Lok voll, wie wir hier sehen. Hier unser Meilerhänger, hier kommt SafeGame, also da ist es lokfehlerfrei. Ihr habt gesehen, beim Laden ist ein Warning drin, was jetzt er also gesehen hat, was sein Warning ist, können wir uns auch noch anschauen. Weil so eigentlich nur mal Endeffekt sieht man dann natürlich, wenn das Spiel lädt, wo wir dann ein Warning drin haben. Hier haben wir ein Warning drin, wie wir mal sehen. Warning LS Silvester in Brand. Keine Ahnung, kenne ich mich da nicht aus. Da müsste ich mal jemanden fragen. Hier haben wir ein paar Aeros drin. Ah, das ist, sagte Simple IC, okay. Da muss man mal schauen, was er da hat. Ja, also Simple IC, weiß nicht, ob wir das dann irgendwann mal hinfällig, wie wir hier sehen. Da sollte mal, da haben wir irgendwas im Lua Callstake. Aber was jetzt das ist, genau, müssen wir auch nochmal schauen. Das hat jetzt mit den Worten ja nichts zu tun. Wie wir ja jetzt gleich sehen, also. Aha. Acromate. Okay, muss ich mal schauen, was ich habe hier, wo Acromate ist oder was das ist. Ah, das ist hier. Genau, das ist der Mod, wo man hier den Blinker automatisch ein- und ausschaltet. Ihr habt den sicherlich auch drin. Also irgendwas mag der nicht, da muss man auch mal schauen, ob es da jetzt ein Update natürlich hier gibt. Ja, aber ja, jedenfalls, so schaut man sich auch noch einen Lock natürlich an, was es ist. Das kann nicht sein gewesen sein, dass er hier natürlich dann das Spiel natürlich hier natürlich abstürzt. Natürlich wie bei mir vorhin. Deswegen sage ich immer wichtig ist, eine saubere Lok natürlich zu haben. Und ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.